Moin Leute, PyrosID hier mit einem Fortnite Rettet die Welt Video, in dem ich euch zeige, wie ihr ganz einfach einen Safe findet, beziehungsweise schnell die tägliche Aufgabe Safe is anders abschließt. Nicht vergessen Leute, wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Like da und wenn ihr neu da seid, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach in die Kommentare damit. So, dann lasst uns mal direkt loslegen. Als ich mit Rettet die Welt angefangen habe, war dieser Auftrag übrigens auf meiner Austauschliste. Ich habe den also gerne gegen einen anderen ausgetauscht, weil ich der Auffassung war, dass es viel zu lange dauern würde, einen Safe zu finden. Ich hatte die immer mehr so zufällig gesehen und ja, mittlerweile weiß ich, dass genau das Gegenteil der Fall ist und diese Aufgabe zu den einfachsten Dailies überhaupt zählt. Wer übrigens nicht nur Probleme hat, Safes zu finden, sondern auch Hilfe bei der Suche nach Schatztruhen braucht, der kann jetzt einmal oben rechts auf das i oder auf den Link in der Beschreibung klicken, denn dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Jetzt lasst uns aber nicht mehr groß Zeit verschwenden, sondern direkt loslegen. Als erstes aktivieren wir einmal die Auftragsverfolgung. Hier einmal zum Auftrag, da ist auch schon Safe is anders. Nicht austauschen, verfolgen, genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal nach Plänkerten für die Mission. So, hier ist er auch schon ausgewählt. Und man sieht, der wird jetzt nirgends hervorgehoben. Das liegt daran, weil man den überall machen kann. Die Lager zerstören, sieht auch gut aus. Wichtig ist, dass sie einen Entdecker auswählt, denn der hat die Fähigkeit in der Zone. Und ja, was es damit auf sich hat, werde ich euch gleich zeigen. Ich würde sagen, wir starten direkt. So, ich würde sagen, wir starten direkt. Als erstes einmal die Fähigkeit vom Entdecker aktivieren. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt glitzert der Entdecker so und solange der so glitzert, ist die Fähigkeit aktiv. Wenn man auf eine Waffe wechselt, ist sie wieder deaktiviert. Also wieder aktivieren. 5 mal irgendwo gegenhauen. Solange man auf der Hacke bleibt oder im Baumodus ist, bleibt die aktiv. Und solange die aktiv ist, sieht man Behälter und dazu zählen auch Saves durch Wände glitzern. Das sieht man hier ganz schön. Saves glitzern blau und lila, ja, so wie das da. Das wäre krass, wenn das jetzt direkt ein Save ist. Kann auch eine Level 5 Truhe sein. Aber es ist ein Save. Jackpot. Also so schnell, muss ich sagen, geht's nicht immer. Das ist jetzt wirklich Luck gewesen. Das war jetzt so schnell, dass ich nicht mal alles sagen konnte, was ich sagen wollte. Ich habe nämlich eben gerade noch vergessen zu sagen, dass ihr das Ganze am besten in einem Vorort macht. Denn die Fähigkeit in der Zone reicht nicht über die ganze Map. Und in einem Vorort sind die Häuser relativ flach. Das ist vom Vorteil, so wie ich das gemacht habe, sich hochzubauen und von oben nach unten durchzugucken. Ja, geht sehr, sehr schnell eigentlich die Mission. Dass es bei euch genauso schnell klappt wie bei mir jetzt, kann ich nicht versprechen. Aber ja, was soll ich sagen? Am besten nichts mehr, denn ja Leute, wir sind durch. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft weitere Videos von mir zu Fortnite sehen wollt, dann lasst wie gesagt gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr ein Abo da lasst, dann vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Ich denke, ihr kennt das Spielchen. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne meinen anderen Kanälen folgen. Auf Twitter oder Facebook zum Beispiel poste ich aktuell täglich News zu Fortnite. Auch diese Links findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank für euren Support.